Ja, moin zusammen. Ja, ganz viel Post da gewesen. Neue Bremsen, neue Bremsbeläge, neue Schrauben, Filter. Ja, perfekt. Dann kann das hier gleich losgehen. Bremssättel sind auch neu da. Wisst ihr ja. Im letzten Video. Ja, das ist doch schon mal schön. Auch schön, noch mehr Post. Also das kam heute alles. Nur noch hin und her gelaufen. Was nicht alles mit dem gleichen Lieferanten kam. So, wie man hier sieht, Daico Land Rover. Zahnriemen. Hier eine Steuergehäusedichtung. Simmerringe. Wellendichtringe. O-Ringe. Und die neueste Version der Kurbelwellenscheibe. Moment, ich muss mal kurz. Das kommt da raus. So. Und hier sieht man, die neueste Version hat einen Steg rechts und links, dass der Zahnriemen nicht mehr runterwandern kann. Meine Frau und ich haben jedes Mal, wenn wir durch die Gegend fahren mit dem Auto, es kommt automatisch irgendwann der Gedanke, so von wegen, der, ne, kann rauswandern und so weiter. Nein. Ich mach's nochmal. Mit allem Simmerring und Wellendichtring und der Dichtung vorne im Steuergehäusedeckel und dem Zahnriemen. Noch ein neuer Zahnriemen. Ne? Ist mir lieber. War jetzt erstmal wichtig, dass der Wagen fuhr, aber, ne? Das Ding war jetzt lieferbar, zack, und da war's. So. Dieses schöne, formschöne Gerät habe ich mir auch gekauft. Das ist eine Nietzange, wie man sieht. Und die hier werden damit vernietet. Gewindehülsen, also Gewindenieten. Ich hatte ja gesagt, ich möchte den Waschwasserbehälter, den Wischwasserbehälter aus dem Mercedes, diesen beheizten, hätte ich gerne im Land Rover. Das Problem ist, ich muss die Befestigungen ja irgendwie nachbauen. Und bevor ich jetzt irgendwo Dinge irgendwo reinschweiße oder sowas in der Richtung, versuche ich es mal damit. Das teste ich mal. Scheint ein ziemlich komplettes Set zu sein. Gab es jetzt für 20 Euro. Ganz geil. Mit den Nieten zusammen. Ja, ich brauchte neue. Na, wie heißen sie nochmal gleich? Schweißpunktfräser. Ja, Schweißpunktfräser. Entweder diese Variante oder diese Variante. Moment, ich mache die mal sauber. Ja, die haben oben so eine Bohrkrone. Die lassen sich auch im Anschlag, lassen die sich einstellen. Mal ausprobieren, welche besser sind. Eigentlich hasse ich diese Dinger hier wie die Pest. Aber das sind offensichtlich etwas andere Versionen mit etwas spitzerer Auslegung hier oben. Ich lasse mich ja gerne überzeugen. So, dann, das ist ein Bremskolbenrückstellsatz. Mir ging es nämlich auf die Nerven, dass ich ständig diese Bremskolben, die man zurückdrehen muss, dass ich die ständig mit der Zange bearbeiten muss. Das ging mir richtig auf die Nerven. Ja. Und der Kollege hier dreht Bremskolben wieder zurück. Ja. Ein schönes Teil. Auch um die 20 Euro. Und das ist ein Unterdrucksystem zur Bremsenentlüftung. Wie das funktioniert, frag mich nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Gerade erst ausgepackt. Das, nö, ich habe keine Ahnung. Ich muss mir das durchlesen und dann schauen, wie das funktioniert. Ich habe ja gerade einen Superkandidaten hier stehen, der am besten sämtliche Bremsflüssigkeit am besten rauskriegt. So wie das ganze Bremssystem aussieht, ist das alles Schrott, was da drin ist. Ja, wie gesagt, nochmal, alle 2 Jahre. Spätestens. Alle 2 Jahre auch Kühlmittel. Spätestens. Ja, das muss gewechselt werden. Auch wenn das kaum Leute auf dem Schirm haben. Wenn oft, also ich sehe das oft, wenn Leute in freie Werkstätten gehen und die Autos zur Inspektion bringen. Ich werde bei Gelegenheit nochmal ein Video machen, was zu einer Inspektion wirklich dazugehört.
Ja, das ist nicht Ölwechsel, Kerzenwechsel, Filterwechsel. Das ist wesentlich mehr zu einer, bei einer Inspektion. Das ist, viele Werkstätten machen das richtig gut. Das ist nicht das Problem, ne? Aber es gibt einige Werkstätten, die meinen, wenn man das macht, reicht das vollkommen. Nee, nee. Das ist nicht so. Ja. Da gehört noch ein paar Sachen mehr zu. Wer in seinem Checkheft die Vorgaben findet, der kann sich mal so einen Eindruck verschaffen, was man, was wirklich gemacht werden muss an so einem Auto. Dazu gehört die Türscharniere schmieren, Licht komplett überprüfen, ne? Unterbodencheck, ne? Und so weiter und so weiter. Sämtliche technischen Einrichtungen wirklich inspizieren. Deswegen heißt das ja auch Inspektion und nicht Ölwechsel. Ne? Das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja. Jetzt werde ich erstmal alles vorbereiten, dass ich in den Land Rover da wieder ein paar Bremsen reinkriege. Und dann hole ich euch dazu. Bis gleich. So, Bremssattelhalter haben wir hier. Wie im TÜV-Bericht steht, die sind durch. Was im TÜV-Bericht nicht steht, ja, wie soll man es prüfen beim TÜV, ne? Das ist das Problem. Immerhin wurde der per Beschleunigungssensor gemessen. Steht auch da, Prüfungsfahrt etc. So. Das Problem an der ganzen Sache ist jetzt, der hier ist schon nicht wirklich leichtgängig. Ne? Der hier allerdings, ja, das beste Beispiel für das Ding, was ich euch schon erzählt habe, wenn die Dinger blocken, ich kann damit wirklich draufhauen, da passiert nichts mehr. Ja, wenn die Dinger anfangen zu blocken, dann habt ihr ein Problem. Ja, deswegen pflegen. Auch die Bremsen. Ja, kann man auch gerne mal zerlegen. Ja, sauber machen, zerlegen, pflegen, Fett drauf, also auf die Dinger hier. Und wieder zusammenbauen. Das geht. Kann man durchaus mal machen. Vor allen Dingen nach dem Winter. Ja. Ist in dem Fall hier nicht passiert. Ja, hier ist so ziemlich überhaupt nichts passiert, so wie ich das sehe. Ja. Damit kann man sich ein schönes blockierendes Vorderrad basteln. Ja. So, ich packe euch jetzt aufs Stativ und dann zeige ich euch, wie man das wieder hinkriegt. So, ich denke, man sieht alles. Die üblichen Verdächtigen werden gereinigt. Der ganze Träger wird auch gereinigt, klar. So, jetzt wollen wir mal zusehen, dass wir den Krimpel hier rauskriegen. So, und hier sehen wir. Moment, gucken. Ist das Ding fokussiert? Seht ihr das? Das ist seit Ewigkeiten nicht gepflegt worden. So. Den anderen, muss ich mal zusehen, dass ich den da rauskriege. Ist in der Regel nicht festgerottet, sondern verharztes Fett. Und ja, macht die Geschichte auch nicht besser. Man kann aber das Ding retten, indem man vorsichtig dran dreht. Oh, der ist hartnäckig, der Kleine. So. Die Gummis habe ich neu. Oh, das hört sich auch nicht gut an. Mal hoffen, dass das Ding nicht wirklich festgerostet ist, sonst haben wir ein echtes Problem. Oh je, ah nee, 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 nee. Ach, wie schön. Ach Mann, ey. Ja, okay. Meld mich gleich wieder nach einem ziemlich brutalen Akt. So, Gewaltakt erledigt. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir den Scheiß wieder sauber kriegen. Das geht. Ist noch nicht wirklich kaputt. Man kann es abnehmen. Ja, ist trotzdem nicht schön, aber ne, machbar. Ja, ich sehe schon wieder aus wie ein Schwein und habe nur einmal eine Bremse angefasst, ganz kurz. Weil die letzten 100 Leute das Auto nicht vernünftig gewartet haben. Ja, das bedeutet, die Bohrmaschine wieder auf die gute alte Weise einspannen.
Ich habe gelesen, das machen einige Leute so. Ja, das passiert gelegentlich. Bei Dingen, die wir wiederverwenden wollen und die eine Funktion haben, nehmen wir nur Kupferbürsten oder Messingbürsten. Die sind weich genug, um Verschmutzungen zu entfernen. Und Oberfläche nicht zu beschädigen. Jetzt muss ich wahrscheinlich das Ding hier umstellen. Ein bisschen nach da. So. Da seht ihr die Bohrmaschine. Hier ist der Gerät. Oh, mal gucken. Vernünftig reinigen, vernünftig ja, den ganzen Schmodder hier drin entfernen. Die Gummis sind eh zur Entsorgung. Ja, so sah das Ding mal ursprünglich aus. Das untere Teil. Ne? Keine Pflege, Bremseschrott. Ja. Als ob die Bremse nicht wichtig wäre. Das ist so eine Sache, die bei mir nicht in den Kopf geht. Ist ja jetzt nicht so, dass wir von, was weiß ich, einer Birne oder sowas in der Richtung reden. Wir reden immer noch von einer Bremse. Das ist beeindruckend für mich, dass Menschen da wirklich nicht wirklich großartig Wert drauf legen. Ja, ich arbeite hier mit WD-40. WD-40 ist kein Rostlöser. Nicht verwechseln. WD-40 ist dafür da, um verharzte Öle und Fette zu lösen. Das kann das auch ganz gut. Ja, das ist so die erste Stufe, die ich verwende, um diese Dinger sauber zu kriegen. Das wartet jetzt ein bisschen auf mich. Wie gesagt, diese Gummis hier habe ich komplett neu da. Ne? Alle Teile des Bremssattels habe ich neu da. Alle Verschraubungen und so weiter, Dichtmittel. Hier dann auch die erforderlichen Kupferringe. Ja. Die vorher nicht drin waren. Aluminium war da drin. Zum Kotzen. So, tiefenreinigt, gereinigt. Es wird immer wieder gefragt, was das für ein Fett ist. Das ist Silikonfett. Also, ne, verwandt damit, wie es zum Beispiel in Wasserhähnen ist. Ist nicht wasserlöslich. Das ist, wird immer wieder falsch gemacht. Zum Beispiel ist nicht zu wechseln. Ja. So darf das gerne funktionieren hier. So. Jetzt drückt man das runter. Dann ist das Gummi da vernünftig drauf und oben mit ein bisschen Fett versehen. Ja, sieht vielleicht ein bisschen unordentlich aus, aber das Fett verhindert einiges. So, jetzt habe ich den hier. Der geht ein bisschen schwergängig. Da ist ein Gummiteil mit drin. So ein Abstreifring. Aber sehr schön. Wie gesagt, neues Gummi drin. Hier muss ich das Fett noch mal ein bisschen verteilen. Ah, da war's. Jetzt haben wir's. Wenn es hier unten rauskommt, schön auch immer darauf achten, dass die vernünftig in ihren Sitzen sitzen. Dann funktioniert das auch alles wieder ganz schön. Ja, ich würde sagen, den können wir schon mal einbauen. Ja. Nehmen wir die ganzen Schrauben mit und die ganzen Dichtungen und gehen mal zum Auto. Ja, sehr schön ist auch, wenn das Ding mal fokussieren würde. In dem Set sind zwei neue Schrauben da gewesen, um den Sattel mit dem Halter zu verbinden. Also können wir uns die linken sparen. Die hier allerdings brauchen wir noch. Die halten das Teil an der Achse. Die müssen unbedingt mit neuer Schraubensicherung versehen werden. Wie gesagt, keine Anleitung. Ich sage dazu nichts, was ich da drauf packe. Ne? Das ist, muss jeder selber wissen, beziehungsweise wenn er nachfragen muss, sollte er an der Bremse nicht arbeiten. Ganz einfach. Ne? Ist so. Dieses Fokussieren geht mir ein bisschen auf die Nerven. Okay, bis gleich. Der Sattelhalter.
sitzt so nicht drin. So sitzt da drin. Jetzt kommen die Schrauben. Ja, moin zusammen. So, nächster Tag. Hier sieht man neue Bremsbeläge. Der Sattelhalter. Neue Scheibe. Ja. Sieht alles schon ein bisschen besser aus, finde ich. Ja, das ist schön. Eine schöne Bremse ist das. Ja. Den Krempel gleich noch sauber machen, dass die Dichtungen da auch einen Sinn haben. Schlauch sauber machen, gucken, ob der rissig ist. Falls ja, ersetzen. Ich glaube aber nicht. Ich habe schon gebogen und gemacht und getan. Der ist in Ordnung. Ja. Bremsen Montagepaste. Schön reichlich. Die hier brauchen wir nicht einschmieren. Die haben diese Anti-Quietsch-Pads drauf. Immer ganz wichtig, wenn man na, irgendwelches Zubehör, sicherheitsrelevantes Zubehör kauft, E-Zeichen beachten. Ne? Das ist wichtig. Ansonsten gibt es im Fall des Unfalls nämlich kein Geld. Regressforderungen der Versicherung etc. 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 Auch noch so ein Tipp, wenn ihr was in der Werkstatt machen lasst, lasst euch die alten Teile mitgeben. Werkstatt erzählt, Katalysator kaputt. Ja, dann möchtest du bitte den Katalysator wieder haben, mithaben, den alten. Und vorher zeigen lassen, wie viel Monolith da noch drin ist. Und den hättest du auch ganz gerne. Wir hatten jetzt gerade mehrere Fälle, da sind Katalysatoren manipuliert worden von Werkstätten. Haben die oben das Hosenrohr aufgemacht, haben da Schrauben und Unterlegscheiben reingeworfen, so dass es schön klappert. Das hört sich dann an, als ob der Katalysator kaputt ist. Ja, und dann wurde der freundlicherweise für 600-700 € ausgetauscht gegen einen, sagen wir mal, sehr preisgünstigen eBay-Katalysator, der mit Mühe und Not vielleicht einmal die Abgasuntersuchung schafft. Ja, kostet dann im Internet so ein Ersatzcut, kostet dann 129 €. Der reicht dann auch für einmal Abgasuntersuchung und danach ist dann Ende. Ja. Gerade so eben ein E-Zeichen gekriegt, weil es genau einmal hält oder so. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ja. Vorher gucken, ob der Katalysator, ob der Monolith locker ist. Egal, ob er locker ist oder nicht locker ist, man möchte bitte gerne den Katalysator mit dem lockeren Monolithen drin komplett wieder mitnehmen, das Ersatzteil. Ja, nicht der Werkstatt überlassen. Ja. Und man wird sehen, die werden plötzlich eine andere Reparaturmethode finden. In vielen Fällen. Ja. Ja, gestern waren wir ein bisschen unterwegs. Ja, das ist natürlich nicht Kfz-konform hier. Ja. Sperrmüll war hier in der Gegend. Jetzt gerade mit Reiniger und Sauger diese Couch wieder hübsch gemacht. Die stand an der Straße. Verstehe, wer will. Die ist top, die ist nicht durchgesessen. Auch so eine Sache mit der Nachhaltigkeit. Warum kaufen die Leute ständig irgendwelche Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer und dann noch am besten auf Pump und kapiere ich nicht. Ich wollte eine Couch haben im Wohnzimmer, wir haben hier keine, wir haben nur Sessel. Damit ich mich mal zwischendurch hinlegen kann, ne? Rücken mal lang machen. Muss man nicht mal ins Bett gehen. Ja. Jetzt habe ich eine. Ich stand kostenlos an der Couch, an der Straße. Interessant, ne? Dass die Leute so alles wegwerfen. Wäre ich Bundesregierung und würde das sehen, was auf dem Sperrmüll landet, würde ich auch ahnen, dass die Steuern noch viel zu niedrig sind, dass die Leute immer noch viel zu viel Geld haben. So eine Couch kostet ja auch Geld, ne? Die ist auch noch nicht alt. War jetzt halt nur staubig und so. Ja, ein paar Flecken bleiben nicht aus bei einer Couch, ne? Ja, ist einmal grundgereinigt. Ich habe das Reinigungsmittel wie für Autositze genommen. Die rotierende Bürste und dann
mit dem Sauger abgesaugt. Noch einmal Wasser drüber. Abgesaugt. Fertig. Sieht aus wie neu, das Ding. Da sind nur Krümel. Das ist jetzt gerade drauf geweht. Nein, das sind keine Krümel, das ist ein Käfer. Blöd, Mann. Geh runter. Ja, und jetzt stelle ich sie in die Sonne, beziehungsweise sie steht in der Sonne, damit sie trocknet. Was kostet eine Couch? 300, 400 Euro? Ja. Interessante Geschichte. Nur mal so als Gag zwischendurch. Wie gesagt, nicht durchgesessen, gar nichts. Finde ich sehr interessant, wie viel Geld manche Leute haben. So. So, mal gucken, welchen Bremssattel ich hier einbaue. Das hier ist, wenn man die Dinger identifizieren will, der Entlüftungsmittel-Nippel muss nach oben. Ich habe das mal so richtig verhauen bei meinem Kadett damals. Hab die Sättel andersrum eingebaut, also ne, seitenverkehrt. Und hab dann geschlagene 2 Stunden da gesessen und hab versucht, die Bremse zu entlüften. Klar kommt da die Luft nicht raus, ne, wenn es nicht an der oberen Stelle. Ja, ist, ne, immer darauf achten, dass der Nippel oben ist. So, hier sitzt er. Da sitzt er jetzt auch. Ein neuer Sattel, neue Belege, neue Scheibe. Das erfreut mich. So, wir haben nagelneue Schrauben dabei gekriegt. Da ist schon Schraubensicherung drauf. Das sieht man hier. Das rote Zeug. Ja. Genauso habe ich das geplant, dass ich das nicht reinkriege. Vor laufender Kamera. Ja, mit einer Hand funktioniert das nicht. Und wie gesagt, Stativ immer noch im Eimer. Ich schraube das mal fest. Jetzt habt ihr das ja gesehen. So, Sattel ist montiert. Immer darauf achten. Sieht man den Sattel? Ist ein sogenannter Schwimmsattel, ne? Der muss hier drauf. Der muss sich schön bewegen lassen. Nicht zu locker, aber ne? Der Schlosser würde jetzt sagen, saugend schmatzend. Darf sich das Ding hin und her bewegen. Ja, jetzt kommt der Scheiß da raus. So. Schutzdeckel. Aber vorher machen wir Hohlschraube etc. sauber. Hier sieht man nämlich noch den Rest des zerfressenen Aluminiums. Auch die Seite war kurz vor Bremsversagen. Oh, das wäre witzig geworden. Ja, die Sachen mache ich jetzt noch eben sauber und dann bauen wir das wieder zusammen. Ja, so sieht das Endergebnis dann aus. Ja, man sieht deutlich die Kupferscheiben, die nicht mehr sterben, aufgrund der Kontaktkorrosion. Ja, neue Belege, neue Scheibe, neuer Sattel. Ja, das wäre nicht nötig gewesen. Da wären wir mit Belegen und Scheiben wären wir ausgekommen. Wie gesagt, das ist schlicht und ergreifend ein Wartungsfehler. Beziehungsweise, da sind mal wahrscheinlich mal neue Bremssättel reingekommen. Das waren nicht die ersten, definitiv nicht. Und Aluminiumdichtscheiben auf Eisen ist total hirnlos. Wie gesagt, diese Seite habt ihr jetzt gerade gesehen. Diese Seite war genauso korrodiert. Halt nur noch gerade so eben dicht. Nur bei einer Panikbremsung, ne, muss jetzt nicht mal im Wald sein. Ne, mehr Belastung. Euch zieht ein LKW raus. Das Ding läuft ungefähr 160 hier. Ihr fahrt mit 160, dann zieht ein LKW rüber, ihr latscht voll in die Bremse und das Einzige, was ihr unten trifft, ist der Teppich. Weil vorne alle Dichtungen kollabieren, was bei einer Sichtprüfung nicht gesehen wird. Man sieht es nicht. Die Aluminiumdichtringe kollabieren, ihr tretet ins Leere. Gott, ist das kompliziert. Ihr tretet ins Leere und klatsch, das war's dann. Mit euch, mit dem Auto und dem LKW. Ja, wie gesagt, ich habe den jetzt gerade mal sauber gemacht. Der ist okay. Ist einfach nur schmutzig. Ich habe ihn, wie gesagt, gebogen, gedreht, gemacht, getan. Passt. So.
Jetzt auch nicht die Welt gewesen, das Ding auch noch eben auszutauschen. Ja, wie gesagt, den hier oben versiegel ich. Habe ich gerade ein bisschen sauber gemacht, ist kein Rost. Sieht halt nur blöd aus, weil er hier unten im Rathaus rumhängt. Ja. Ja, das ist das Problem mit den Dingern. Ja, die Bremse ist dann vollendet. Die andere mache ich ohne euch. Jetzt habt ihr es ja gesehen. Und dann treffen wir uns wieder, wenn ich den ganzen Blödsinn entlüften muss. Ach so, die Reifen muss ich noch tauschen. Die guten nach hinten, die schlechten nach vorne. Schlecht sind die jetzt auch nicht, aber haben halt weniger Profil. Wie gesagt, spurführende Achse ist hinten. Das macht überhaupt keinen Spaß. Gerade der hier hat Allrad, klar. Trotzdem, Frontantrieb, Heckantrieb ist völlig irrelevant. Die guten Reifen kommen immer nach hinten. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, ihr fahrt auf der Landstraße, fahrt eine Kurve etwas flotter durch. So, mittendrin in der Kurve ist auf einmal eine feuchte Stelle. Gerade jetzt im Sommer, wenn die Landwirte ihre Beregnungsanlagen anhat, passiert das schon mal, ne? Die staubige Straße, die Beregnungsanlage mitten in der Kurve. So, was ist euch lieber? Ein Stückchen gerade ausrutschen, bis er sich fängt. Das sind die schlechten Reifen vorne. Oder euch überholt schlagartig das Heck und ihr semmelt in den Graben. Das wären die schlechteren Reifen hinten. Also ich bevorzuge ein Stückchen gerade ausrutschen und dann fängt sich das Auto. So sagt man das im Allgemeinen auch. Die guten Reifen mit dem guten Profil kommen nach hinten. Das ist eine alte Regel und die gilt auch bis heute. Ja, lieber untersteuern als übersteuern. Gerade bei Autos, die, sagen wir mal, noch keine großartigen Fahrsicherheitssysteme haben. Und selbst da, bitte die guten Reifen nach hinten. Egal welcher Antrieb. Okay, ich mache mit der anderen Bremse weiter. Ja, die Bremse ist zusammen. Die Bremse hat ihre Schläuche wieder. Die Entlüftung hat auch ganz gut geklappt, muss ich sagen. Bei komplett leerem Bremssattel war das schon ein bisschen aufregend mit dem Ding. Aber hat sonst gut was weggesaugt. Und dann gibt es oben diesen Behälter, der da. Der kommt mit dem Adapter oben, ne, halb gefüllt. Aber unter den Füllstand im Ausgleichsbehälter wird dann aufgemacht und dann füllt er sozusagen automatisch oben nach, dass man nicht leer zieht. Ich muss sagen, ne, für den Privatgebrauch, wenn man jetzt nicht gerade ein Fahrzeug hat, wo über das ABS-System entlüftet werden muss, gibt es ja einige. Ja, da muss man Auslesegerät und so weiter und so weiter. Ne? Ja, wenn man das nicht hat, echt zu empfehlen, muss ich sagen. Gefällt mir. Hat auch nur irgendwie 25, 20, 25 Euro irgendwas. Muss ich gleich mal auf die Rechnung gucken. Ja, ich meine, irgendwas zwischen 20 und 25 € gekostet. Da war diese Flasche dabei. Ja. Die kommt mit den Adaptern. Dann oben sozusagen auf mit Bremsflüssigkeit gefüllt. So rum auf den Bremsflüssigkeitsbehälter. Mit so einem Abstandshalter hier auf dem Gewinde. Und dann kann man praktisch rein und rausdrehen, so dass der Füllstand auf optimal ist. Dass er immer automatisch nachgefüllt wird. Sieht gut aus. Also gefällt mir. Ne? Das ist. Ja, hier sind die Adapter. Genau. Damit steht er dann praktisch aufrecht. So rum die rein. So rum. Ne? Der jetzt hier. So sitzt er in dem in dem Ausgleichsbehälter. Dann wird das hier oben reingeschraubt. Wie gesagt, man sieht ja, wann die Idealfüllung da ist. Und er füllt dann praktisch automatisch nach durch den Pegel. Ne? Nichts gegen, muss ich sagen. Es hat wunderbar geklappt. Hat natürlich eine ganze Zeit gedauert, weil die ganze Bremse natürlich komplett leer war. Ne? Ja, jetzt ist aber auch definitiv alles raus. So, was habe ich jetzt noch gemacht? Ich habe noch Ölspülung reingepackt, den Motor laufen lassen. Hier sieht man schon die Rapplagerung. Ich saug das Öl erstmal ab, dann sehe ich ein bisschen besser, was da so alles rauskommt. Ja. Nö, das sollte. Also die Bremse funktioniert wieder. Ich habe einen ganz guten Pedaldruck. Probefahrt steht noch aus, klar. Hier vorne noch ein bisschen was sauber machen.
Deswegen habe ich die Räder noch nicht drauf. Das alte. Ja. Das war jetzt der Bremskörperstärker, der dann noch geatmet hat. Wenn ich jetzt anmache. Ja. So. Und das ist das, was ich meine. Richtig drauf treten und richtig Druck drauf geben. Und wenn jetzt der Pedaldruck verschwindet, dann habt ihr irgendwo eine Undichtigkeit. Das ist, ihr könnt dabei nichts kaputt machen. Und wenn es kaputt geht, dann soll es das auch bitte, dann soll es auch bitte kaputt gehen. Bei diesem Test. Ne, das ist richtig stramm. Und, ja, wie gesagt, ein paar Testfahrten werden wir noch machen damit. Bremse einbremsen, ne? Bevor wir zum TÜV fahren, mit einer ganz frischen Bremse zum TÜV, dann erschießt euch der Prüfer, weil der kann dann 400 Mal das Auto abbremsen auf dem Prüfstand und kriegt immer noch keine vernünftigen Ergebnisse. Gut, der kann nicht auf dem Prüfstand, ne? Aber trotzdem, auch der Beschleunigungssensor, der hat jetzt nicht volle Bremsleistung. Die Beschichtung ist noch auf den Scheiben drauf. Die, mal ausmachen das Ding. Die Bremsbeläge sind nagelneu. Die Sättel sind nagelneu. Das sollten wir erstmal ein paar Kilometer lang einbremsen. Und ja. Dann wird da schon eher was draus. Ach ja, die Räder muss ich noch umwechseln. Mache ich morgen. Spurplatten. Ich habe keine Ahnung, was die Dinger da drin sollten. Eingetragen sind sie nicht. Vielleicht sind die serienmäßig, man weiß es nicht. Ich möchte mich da nicht weit aus dem Fenster lehnen. Freelander ist... ich weiß auch nicht, was sie sich bei dem Ding gedacht haben. Ich habe keine Ahnung. Naja. Egal. Ja. Blinkerbirnen. Habe ich schon erzählt, schon ausgetauscht. Das war es dann im Großen und Ganzen. Dann einmal noch rückwärts auf die Rampen und den Auspuff angucken. Da soll wohl irgendwo eine Undichtigkeit sein. Dann sollte er jetzt für den TÜV fertig sein. Ne, passiert ist ihm ja nichts. Ne, seit der Vorführung das letzte Mal. Und ja. Naja, stand in der Garage. Ne? Und das mit der Undichtigkeit, wie gesagt, das war vorher auch schon da. Definitiv. Und die andere Seite sah genauso aus. Deswegen... Nee, ich denke mal, TÜV sollte jetzt kein Thema mehr sein. Wenn wir alles wieder zusammengebaut haben, einmal kompletten Lichttest, wie gesagt, Probefahrt, runterbremsen, die Beschichtung auf den Scheiben runterbremsen. Und ja, nee, ich muss sagen, ist eine Bremse wie jede andere. Ne? Ich habe Festsattelbremsen, das ist eine andere Geschichte. Vorne 4 Kolben, hinten 2 Kolben. Das ist eine andere Hausnummer. Aber Schwimmsättel hat eigentlich jedes Auto. Ja. Lässt sich ganz gut reparieren, denke ich. Ja. Ist auch kein Hexenwerk. Wie gesagt, ich empfehle immer diese Bücher. Es gibt immer Reparaturanleitungen für solche Autos. Wenn man ein Auto länger fahren möchte, eine Reparaturanleitung ist wirklich Gold wert. Drehmomente. Man weiß einfach alles. Ne? Deswegen empfehle ich das auch immer. Ich habe für meinen habe ich auch Reparaturhandbücher. Man kann nicht alles wissen. Was soll's? Anzugsdrehmomente für Zündkerzen, für Glühkerzen, für weiß der Teufel und Räder und alles an Wartung, was man so braucht. Das ist wichtig, sehr wichtig. Ja. Und wie man sieht, kann man so eine Bremse durchaus auch vernünftig zusammenbauen, dass sie vernünftig hält, dass sie nicht auseinanderfällt, dass vernünftige Dichtringe und so weiter und so weiter. Ne? Bloß nicht fuschen. Wenn ihr ein Auto jeden Tag braucht und ihr wollt die Bremsen machen, ihr traut euch das zu, ihr seid sicher, dass ihr das könnt. Ne? Erst ermitteln, was ihr für Teile braucht. Ne?
Man kommt ganz leicht, wenn man ein Auto wirklich täglich braucht, man kommt ganz leicht auf die Idee, irgendwas zusammen zu fuschen. Ich kenne es von mir selber, habe ich früher auch gemacht. Ne? Bin dann mit dem handgebremsten KDD zur Arbeit gefahren. Fußbremse war nicht. Besagte Bremssättel, die ich vertauscht habe. Ne? Von rechts nach links, ließen sich nicht entlüften, bremste kaum. Ja, mit der Handbremse noch zur Arbeit gefahren. Ja, so wahnsinnig ist man halt, wenn man jung ist. Da ist man noch unsterblich. Passiert nichts. Bin auch einem Kollegen hinten drauf gefahren. Das, ist auch passiert. Also von daher, okay. Ich denke, ihr kommt noch eigenermaßen bis zum Wochenende durch. Hoffe ich. Wünsche ich euch. Ich reite jetzt in den Sonnenuntergang. Bis zum nächsten Video.